Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mondstein. Oh, guck mal, was da ist. Ich hatte gehofft, wir müssten das nicht nochmal tun. Expelliarmus! Von Fringo! Bombarda! Evendo! Accio! Ortego! Oh, das ist eine weg. Arresto Momentum. Confringo. Quatsch. Hey, haben wir hier sonst noch was? Das sieht aus, als könnte man da durch. Und... Oh, eine Truhe. Oh, da sind Minotauren überall an der Wand. Was ist da? Interesting. Jetzt kommt wieder so ein Wasserbereich. I don't want to swim. Sieh oh, was ist denn da? Dort, wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an? Ganz deiner Meinung. Warum? Ich will nicht. Naja. Und tauchen. Tisch. Ich will aus dem Wasser raus. Bitte, bitte, bitte. Ich will aus dem Wasser raus. Bitte, bitte, bitte. Danke. Bei Merlin. Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Wirklich sehr schön. Ich höre die Vögel. Bei dem, was Fupa anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Ich weiß nicht. Ich höre ihnen jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren, falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind ihnen einen Schritt voraus. Ja. Wir haben ihn. Als würde man direkt in den Mond schauen. Ja, aber kann ich hier die Dinger auch einsammeln? Geht das? Revelio. Nee, sieht nicht so aus. Na dann, dann nicht. Auf mit dem Mondstein. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Na dann. Spurten wir uns mit dem Ladescreen. Oh Mann, ey. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Ja, es gibt nur eins, es herauszufinden, ne? Es hat besser mit Schnatzer zu tun. Doran würde uns nicht wissentlich in Gefahr bringen. Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Da ist der Steinkreis Stonehenge, Alter. Nee, also Stonehenge nicht. Ich kann ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Ja, offensichtlich. Das war ein Mondkalbtanz.
Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist das Muster, das sie auf dem Boden hinterließen, normal? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal gesehen? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Du wirkst völlig. Du musst es nicht, mir nicht sagen. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du das? Du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Oha. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Bei Merlin, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, tust du genau das. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Da waren so viele Wilderer im Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden. Und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Gut, dass du es mir gesagt hast. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Ja, direkt wenn in den Tod hinein. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut. Ich bin jederzeit bereit zu gehen. Na dann. Ah, wir sind trotzdem des Todes, wenn wir nochmal in den Wald gehen, wo die Dinger sind, oder nicht? Da geht sie, die Poppy. Na dann. Zeit für den nächsten Auftrag. Dieses Mal wieder mit Nettie. Gott, da habe ich ja so Bock drauf, ne? So, let's go. So.
Die ist aber irgendwo im Schloss. Das ist schon mal gut zu wissen, so wie es aussieht in der großen Halle. Beziehungsweise müssen wir da wohl warten, weil es ist ja dunkel. Voilà. Dass Weihnachten irgendwie wieder vorbei war, weil es irgendwie nicht mehr so schön dekoriert ist. Na doch, hier ist es noch dekoriert. Na, immerhin. Immerhin. Nein, jetzt treffe ich wieder wahrscheinlich auf Peeves oder so. Ah, nee, doch nicht. Besser ist. Schon echt schön. So, dann warten wir. Oh. Manche Tage sind schwieriger als andere. Moin. Natti, ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden, aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Es ist nicht deine Schuld, Natti. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Ja, Natti, wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Ja. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das Ach, war das sehr war schon. hilfreich. Ja, perfekt. Revelio. Ist diese scheiß Truhe, Mann. Jedes Mal, wenn ich hier bin, ist diese Truhe hier irgendwie. Gut, wir können hier nichts weiter machen. Dann geht's weiter zur Hauptstory mit Lodgok. So, der ist sehr weit weg, perfekt. Dann kann ich hier die Karte direkt wieder aufmachen. So, jetzt geht's aber echt ständig darunter. Können wir hier wieder hin reisen, wo wir gerade eben erst waren? Why not? Also, in der letzten Folge. Oder auch hier am Ende. Oh, da unten ist ein Troll. Ein richtig fetter, großer Troll. Moin. Tschüss. So. Rüste sich mit gefundener, gekaufter oder einem Webstoff aus dem Effekt. Der Text ist zu schnell, wenn man ihn vorliest und Tanamo heißt. So, noch 400 Meter. Fliegen. Das waren echt ganz schön viele Feinde überall. So, Lodgog. M2. Kommt mir vor, als wären es schon Stunden. Geil, wie ich einfach da reindüsen kann. Anhänger könnten sich hier. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drinnen sein. Die Küstenmine. Ich bin gespannt. Eine Höhle nach der anderen. Ey. Ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich Skyrim spielen. Da geht's nicht weiter. Was für eine riesige Mine. Lodgok, wo steckst du? Hier stimmt was nicht. Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhängern. Ich muss gut aufpassen. Ich muss aufpassen, einfach rein da. Bombarda! Findo! Die Pulso. Habe ich nicht eingesetzt. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Cool. Alter, wie geil. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. So, ist das so. Muss ich jetzt lenken. Hier stimmt was nicht. Wie tief es wohl hinabgehen wird. Renrock wird mit unserem Fortschritt zufrieden sein. Wer war auf der Lore? Ein Ring, gib ihn hier nochmal bitte zur Hand. Es ist schon das echt davor cool. Muss das Ende sein.
Hier ist dann auf einmal keiner, oder was? Sonst überall. Makes sense. I guess. Defendo! Bombarda! Confringo! Mach immer das Falsche. Weil ich doof bin. Lalalala. Wohin wohl diese Rohre führen? Ja, das ist, Akio. Ja. Oh, jetzt habe ich zu schnell losgerissen. So, sonst ist da nichts, ne? Okay. Oh. Oh, Loot. Liebe Loot. Oh, da vorne gibt es wieder Feinde. Quatsch. Piss dich mal, Kollege. Krieg mir mal nicht so auf die Pelle. Ah, ich muss sagen, ich setze die Küche deutlich weniger ein als vorher. Warum das so ist, keine Ahnung. Maybe ist es mir zu laut. Maybe denke ich mir auch einfach gar nichts dabei. Wingardium Leviosa. Hupala, was war denn das? So. Weiß nicht, wo es da hingeht. Ich laufe da jetzt einfach mal lang. Vielleicht muss ich da auch gar nicht hin. Perfekt. Aus der Stufe 3. Ich könnte heulen. Ist das Mobbing? Gerade erst 2 gelernt und dann kriege ich nichts mit 2, immer nur 3. Was ist jetzt bei denen passiert? Irgendwas hochgegangen. Ach, moin. Ein Troll. Auch noch. Du gehörst mir. Kämpft, bevor du geboren wurdest. Ist das so? Glacius. Ich werde deinen Tod helfen. Du machst es mir zu. Oh, jetzt geht wieder der Troll auf mich los. Sie mal aushalten. Entspann dich, mein großer Freund. Echt so, ey. Entspann dich mal. Sei mal nicht immer so aggressiv. Wo geht's da lang? Das kann doch safe wegkommen. Expelliarmus! Bombarda! Oder auch nicht. Sieht halt so aus, als könnte man da durchgehen. Oh, eine fette. Da muss ich aber gucken, ob ich noch Platz hab. Ja, hab ich. Perfekt. 150, 90. Ich hatte doch noch irgendwas Besseres. Wenn wir da mal gucken und eigentlich direkt auch ausrüsten.
Schlecht. Alles, was nur 60 bringt, hau ich weg. Das ist Platzverschwendung. Ja, 90, 60, 60, 60. Na, anscheinend nur der Mantel. Ja, gut. Dann halt nur der Mantel. Der ist nicht so hübsch. Deswegen werden wir ihn erstmal ändern. Und zwar zu dem super coolen. So. Okay. Können wir jetzt die Kiste öffnen? Perfekt. Was für ein Mega-Loot kriegen wir? Ja, yeah, irgendwas. Irgendein Hut. Oder? Ist das ein Hut oder Handschuhe? Als ein Schal. Ja, vielleicht sollte ich einfach lesen. Und nicht einfach nur anhand von dem Icon raten, was es ist. Hier unten ist sonst nichts mehr. Alles klar. Dann wieder hinauf. Aber hier. Revelio. Ist die Kiste oben? Oh, warte mal, da unten. Nein. Wieder runter. Confringo. So. Was macht das? Oh. Nein. Komm wieder runter. Mann, ey. Revelio. Okay, jetzt können wir hoch. Alles klar. Keine Ahnung, wo da die Kiste ist. Dahinter? Ach, da oben. Ja gut, okay. Keine Ahnung, wann wir da hinkommen. War hier nicht noch irgendwo eine Kiste? Ah, nee. Dann komme ich ja gar nicht weiter. Perfekt. Ignorieren wir das also. Ist hier noch was? Nö. Huch. Hier ist auch nichts. Na dann. Weiter nach oben. Ist der. Asche. Klettern. Und noch mehr klettern. Wo ist denn jetzt der Typ, ey? Jetzt ist er tot. Das würde mich nicht wundern. Hoppala. Okay. Lass mich da rein. Wingardium Leviosa. Piss dich jetzt. Oh, lass mich da rein. Mein Gott, kletter oder fall runter. Mir egal. Es ist doch nie dein Ernst. Ich will dich. Was soll ich machen? Ja, gut, so. Zack, dann springen wir halt. Geil. Loot, loot, loot. Loot, loot. Hallo, jemand da? Hoppala. Hä? Nicht falsch, oder was? Ach so. Wow. Bin jetzt einfach einmal rumgerannt. Perfekt. Hoppala, falsche Taste. Ich hab Zeit, kein Problem. Jetzt wird er erstmal gefightet, so wie es aussieht. Lockrock ihm nicht über den Weg läuft. Potato! Ganz einfach ausgewichen. Was ist das für ein Kühler aus dem Turm? Schön, dass du mal du bist. Akio! Mächtiger Mensch! Das ist beinahe zu einfach! Verschwinde! Das wird dein Akio! Glacius, Defendo, Lada. Ich werde dich umbringen, bis du tot bist. Die mich immer alle umbringen wollen.
Quatsch. Zu spät, um deine Fehler einzusehen. Gut. Was haben wir da drin? Wohin führt er wohl? Weg vom bekannten Pfad vermutlich. Vermutlich. Mit Incendio sollte ich das anzünden können. Boah. Okay. Ich hoffe, ich erreiche Renrock vor Lord Gok. Ach ja, stimmt. Der wollte ja zu ihm gehen. Boah, das habe ich ja komplett vergessen. Und sollte mich ja anschließen oder er geht einfach. Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Joa. Dann, let's go. Schwer, so ein Riese. Imperio. Ich werde nicht. Alter, einfach so ein Stahl. Das war's schon. Ringo, Expelliarmus. Bombarda, Findo, Latius. Accio, Potego. Bam, kannst du wieder haben. Expelliarmus, Confringo, Uzio. Na, dem Poll ist es auch irgendwie ziemlich egal, ob ich kurz hier mache. Speriamo, San Fringo! Pulso! Bombarda! Findo! Hui! Oh, ich hab den das Auftrag hat man gemacht. Sicher bis London gespürt. Ja. Wahrscheinlich. Was passiert hier? Das ganze Holz wird schwarz. Nice. So. Da oben kann ich, so wie es aussieht, nicht hin. Sondern. Oh. Ich muss den Bohrer irgendwie stoppen. Bombarda! So, maybe? Nice Black Screen, ich lieb's. Du, das ist ungünstig. Aber egal, wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gok, willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du, wo es war? Nein. Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gok. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie. Wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackwars letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Ah! Nein! Avada Kedavra! Ui.
Armer Lodgok. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Ja, heftig. Dann würde ich aber sagen, geht's erst beim nächsten Mal weiter, denn es ist genau perfekt, dass das jetzt alles noch so kam mit der Zeit und so. Deswegen bis dahin, euer Guantanamo. Tschüssi.